Jo Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Video. Wir haben ja in der letzten Folge die Kühe endlich gefunden. Das war so eine Heidenarbeit und jetzt werde ich nochmal hier in der heutigen Folge einmal das hier abfarmen nochmal und nochmal extra Zuckerrohr setzen. Ich hab nur ein Zuckerrohr, okay, aber das Zuckerrohr, was hier gewachsen ist, halt nochmal neu setzen und blabiblub, dass es ja alles wieder ein bisschen voller und schöner wird. Und außerdem will ich dann vielleicht später noch mit einem Boot, weil so weit ist die Entfernung gar nicht, ist mir in der letzten Folge dann noch aufgefallen, will ich mit einem Boot wieder da hinfahren mit ganz viel Weizen, dass wir über das Weizen die Kühe züchten können und dann nämlich ordentlich Leder haben. Und dann haben wir vielleicht sogar schon in der nächsten oder übernächsten Folge den 30er Enchanter und dann kann das Projekt, ich würde eigentlich sagen, eigentlich erst richtig starten, so gefühlt, aber dann geht es erst richtig los. So Leute, wie ihr seht, ich habe jetzt alles ein bisschen abgefarmt und da hinten ist gefühlt schon wieder die Hälfte einfach nachgewachsen, genauso hier. Dieses Bambus wächst so schnell. Ich habe jetzt insgesamt ja ein halbes Inventar voll circa, ich würde sagen 18 Slots, also 18 Stacks an Bambus. Ja, das Ding ist, Leute, ich glaube, dieses, wir farmen jetzt, um alle Tools zu bekommen, ist natürlich eines mit Abstand der, also für mich zumindest ist es so mit Abstand der langweiligste Teil an dem ganzen Projekt. Aber das Ding ist, wenn wir uns einmal durch die Folgen gekämpft haben und jetzt einmal dann allen Stuff haben, den wir brauchen, am besten dann die Farm auch hier oben haben und so, was natürlich alles noch seine Zeit braucht. Aber wenn es halt einmal so ist und wir wirklich sagen können, wir müssen nicht mehr so viel farmen oder wir gehen einmal farmen und haben so viel Stuff in so kurzer Zeit, dass wir halt alles haben, was wir brauchen, dann ist das halt alles kein Ding mehr so. So, ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts vergessen, weil eigentlich müsste alles, was ich habe, das sein, was ich brauche, um ordentlich zu überleben und da auch überleben zu können und ordentlich farmen zu können. Und dann würde ich sagen, springen wir da runter. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann angekommen bin in vielleicht ein paar Minuten. Oh, lol. Hallo, Pillager. Ich will euch jetzt eigentlich nicht fighten, weil ich den Effekt nicht brauche und kein Dorf komplett vernichten will. Fürs Erste. Aber ich würde sagen, ich merke mir, dass ihr hier seid und komme irgendwann mal wieder zu passender Zeit. Okay, Leute? Ja, alles gut. Bitte jetzt keinen Stress, okay? Ich töte euch nicht, versprochen, greifen die mich überhaupt an? Ja, die greifen mich an. Okay. Ach, und Leute, übrigens hatte ich die Hitbox noch an. Ich mache die hier gleich mal aus. So. Weil ich den Stuff sehen wollte. Und da sehen wir unsere Kühe schon am Horizont auftauchen. Hallo, Freunde. Ich habe euch vermisst. Hallo. Alle noch da? Alles noch fit? Ja, super. Das freut mich doch. So, dann kommt mal her. Ja, die anderen beiden können noch nicht. Dann mache ich mir jetzt hier gleich mal eine Werkbank und mache mir hier ganz kurz mal so eine kleine Nebenbase, sage ich mal. So, wollt ihr jetzt hier nochmal irgendwie? Will irgendjemand? Nee, okay. Super, dann verabschiede ich mich jetzt von euch, liebe Kühe. Oh, das war jetzt nicht gewollt. So, und ich wünsche euch viel Spaß beim wieder trächtig werden. Und wir sehen uns dann in, ja, später halt wieder, ne, Leute. Bis dann. So, Leute, ich gehe jetzt hier runter. Und dann ist auf Höhe 13 circa wieder Stripmine angesagt. Und auf jeden Fall brauchen wir auch Kohle, weil ich habe jetzt keine Fackeln direkt. Und für euch wird es jetzt gleich wieder dunkel. Oh, da haben wir schon die erste Höhle. Mal sehen, vielleicht haben wir sogar wieder viel Glück mit den Dias. Ich höre hier irgendwo Lava. Oh, direkt unter uns. Da war es ein gutes Zeichen auf Dias, vor allem auf Höhe, genau auf Höhe 11. Mal schauen, vielleicht haben wir Glück und finden ein paar. Aber hier geht die Höhle nicht weiter. Okay, dann fange ich jetzt an zu Stripmine und werde mich wahrscheinlich zurücklehnen. Und ein bisschen entspannen. Das Ding ist, ich würde sagen, in so 5 Minuten spätestens werde ich mal wieder hochgehen, um nach den Kühen zu gucken. Hier irgendwo in der Nähe ist Wasser. Da, ja, da ist das Wasser. Es sieht mir nach einer Schlucht aus. Es sieht wirklich nach einer Schlucht aus. Es ist eine Schlucht auf Höhe 11, komm. Einmal Glück im Leben. Gold, Lapis. Aber noch keine Dias.
Okay, hier ist ein Höhlenanschluss an die Schlucht. Na, hier sind wir schon wieder zu hoch für Dias. Ich will auf jeden Fall gucken, dass ich auf der Dia-Höhe bleibe. Das wäre, denke ich, ganz vorteilhaft. Wo geht's hier hin? Nee, das ist auch schon wieder viel zu hoch. Schade, schade. Kein Glück hier in der Cave. Okay. Hier ist Lava. Aber das ist genau die gleiche Höhle, wo ich schon mal war. Okay. So, Leute, ich mache mich jetzt kurz auf den Weg nach oben zu den Kühen, um die fortzupflanzen. So, hallo, liebe Kühe. Geht's euch allen noch gut? Super. Ihr könnt jetzt aber schon wieder Liebe machen, ne? Toll. So, hier ist noch nicht wirklich was gewachsen. Ich werde hier mal kurz eine Kiste hinstellen. Und in die Kiste mal kurz meinen ganzen Crab reintun. Und Leute, ich weiß nicht, sterben Kühe nicht, wenn die zu sehr auf einem Haufen sind? Ich gönne ihnen jetzt einfach mal ein größeres Gehege, weil ich echt keinen Bock habe, dass sie hier irgendwie sterben, weil sie sich zu sehr aneinander stellen. Ja, klar, du brichst direkt aus. Ist ja schön. Ja, geh genau. Geh lieber wieder in den Käfig. So, dann haben die hier auch gerade wieder ein bisschen Gras und können entspannt leben. So, Leute, ich werde jetzt hier unten... Ich habe jetzt einmal so straight nach unten gebaut. Ich werde jetzt hier unten mal einen Fallschacht hinmachen, dass ich aber von da oben runterspringen kann und nicht die ganze Zeit laufen muss. Aber hochlaufen ist halt trotzdem noch angesagt. Aber ich denke mal, hochlaufen, vielleicht kann man irgendwie was mit Leitern bauen oder so. Eigentlich kann man ja eigentlich mit Magma-Blöcken und alles ganz easyes machen. Aber Problem ist, ich habe jetzt hier einfach keine Magma-Blöcke. LOL! Oh! Ich habe gerade voll auf was anderes mich konzentriert. Aber hier ist ja eine Höhle oder irgendwas. Aber ich glaube, hier ist nicht viel. Ich gehe mal noch hier lang. Ja, hier ist ja auch. Hier ist auch vorbei. Okay. Dann fahre ich direkt weiter. Leute, das Ding ist, ich habe gerade übelst Hunger. Aber ich habe irgendwie auch nie Lust. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss mir meistens was selber kochen, weil halt meine Eltern arbeiten sind so. Aber ich habe halt auch meistens nie Lust, mir irgendwas zu kochen. Das sehe ich einfach so überhaupt nicht ein, dass ich mir irgendwas selber koche. Und dann mache ich mir meistens so Brot und dann ernähre mich dann tagelang nur von Brot. Ist zwar natürlich gesünder jetzt, als wenn ich, weiß ich nicht, was essen würde, wenn ich mich nur von Brot ernähre. Aber so richtig gesund ist es jetzt auch wieder nicht. Nur, keine Ahnung, kochen ist so, du kochst dir was, wisst ihr, wie ich meine? Dann kochst du dir was, stehst du eine halbe Stunde oder so, kochst du. Und am Ende isst du es innerhalb von 10 Minuten und hast danach vielleicht immer noch Hunger, weil du nie weißt, ob du dir genug kochst oder nicht. Und dann bist du einfach traurig. Dann bist du einfach richtig, richtig traurig. Und deswegen mache ich mir einfach viel, viel lieber Brot als alles andere. In den letzten Folgen oder in der ersten Folge vor allem hatte ich ja mega Glück. Ich glaube, da hatte ich in den ersten 2,5 Stunden, wo ich aber ein bisschen rumgelaufen bin und Höhlen gesucht habe und so und Eisen und sowas, habe ich, glaube ich, insgesamt 15 oder 16 Dias gefunden. Also das war ja echt richtig lucky. Aber jetzt ist irgendwie der Faden richtig raus. Irgendwann kommt dann wahrscheinlich auch die Zeit, wo wir massig Dia-Blöcke haben und nicht mal wissen, wohin damit. Weil wir einfach den Stuff halt selber nicht brauchen, weil wir alle Verzauberungen haben, alles bla bla bla. Und ich wollte gerade sagen, ist da ein Spawner? Oder ist es einfach ein Gang? Nee, das ist einfach ein Gang. Hier war ich schon. Das war die Höhle, ne? Ja. So, Leute, ich gehe jetzt wieder gerade nach oben, um oben dann die Kühe zu vermehren. Und danach geht es natürlich direkt wieder nach unten. Da haben wir ja jetzt zum Glück eine relativ einfache Variante runterzukommen. Leute, das Ding ist, wie war euer Tag? Und wann guckt ihr eigentlich mein Video? So, ich mache ja immer so, jede Folge kommt ja täglich 17 Uhr. Ist ja bestimmt jedem jetzt mittlerweile klar, so dass jede Folge täglich 17 Uhr kommt. Ich überlege auch, ob ich vielleicht so ein Special dann mache oder so, wo ich zwei Folgen bringe. Aber gerade habe ich relativ viel Zeit zum Zocken und auch echt Bock auf dieses Projekt. Weswegen ich wahrscheinlich mir auch ganz oft die Zeit einfach nehme, anstatt die Zeit zu haben. Aber gerade läuft es halt wirklich übelst gut, so vom Zeitlichen her. Und ich überlege, ob ich einfach irgendwie einen Tag mache oder so, Samstag oder so, wo ich zwei Folgen bringe. Aber mal sehen. Ich weiß auch so, keine Ahnung, ihr enjoyt die Folgen. Also die Folgen haben jetzt nicht besonders viele Aufrufe oder so. Aber die Kommentare darunter sind immer echt cool, so, die freuen mich. Und ich weiß auch gar nicht, wie es bei euch ankommt jetzt, wenn ich dann die Folgen schneide.
weil das alles jetzt hier im Prinzip schon vor der 10. Folge produziert wird. Also ihr seht die 10. Folge. Und wenn ihr die 10. Folge gesehen habt, habe ich das hier, was jetzt gerade für euch wahrscheinlich die 15., 16. Folge ist, habe ich schon aufgenommen. Schon lange aufgenommen. Ich glaube, das hier habe ich am... Das hier, heute ist Freitag und das habe ich am Freitag, was jetzt gerade läuft, habe ich hier am Freitag aufgenommen, bevor die 10. Folge kam. Also das ist immer ein bisschen vorproduziert, einfach weil ich unter der Woche meistens die Zeit habe zum Zocken. Und da muss ich am Wochenende alle Folgen für die Wochen aufnehmen und da entstehen halt meistens mehr so, als ich eigentlich bräuchte. Und mittlerweile, also jetzt fange ich hier an zu schneiden. Habt ihr ja wahrscheinlich an den letzten Parts auch schon gemerkt, dass die Videos jetzt geschnitten sind. Und das räumt jetzt vielleicht, ich weiß selber noch nicht, wie es ist, weil es ist ja vorproduziert, aber das räumt halt nun mal jetzt noch mal Zeit rein, die ich dafür investiere, aber das mache ich gerne. Weil ich muss sagen, von der Qualität her, finde ich die geschnittenen Parts, ich habe ja Part 10 und Part 11 jetzt schon geschnitten, und die finde ich so viel besser als die Parts, wo ich... Oh mein Gott, ein Creeper! Oh, hab ich mich erschrocken! Der kam ja nur um die Ecke! Oh Mist. Ja, das bauen wir jetzt natürlich wieder zu. Aber die fand ich selbst, ja, mich so selbst viel mehr entertained als die Uncut-Videos. Also wirklich, mir haben die so viel mehr gefallen. Jo Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen und falls ihr wollt, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen oder einen Kommentar schreiben, was ich noch so bauen soll. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr beim nächsten Video wieder. Bis dann.